So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV kurz vor 6. Wir haben Dienstag, den 10. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie können Bild und Ton sehen. Ansonsten die F5-Tasche, sage ich schon, Taste zum Refresh drücken und dann geht es auch schon los. Wir wollen heute auf den Nasdaq 100 Index schauen, der sich hier komfortabel nach oben schraubt, und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Umstand für alle, die hier long interessiert sind und auch long engagiert. Die Frage ist eben, ob die Party hier gleichermaßen weitergeht. Letztlich, wir sehen hier im Stundenchart einen sehr, sehr schönen Move nach oben und sind hier vom auch hier an den Indexmärkten angewandten Pivot Point deutlich nach oben geschossen. Rein von der Projektion des gestrigen Verlaufs haben wir hier bei 5050 ein kurzfristiges Ziel und 5066 Virtual Resistance Level 3 mal rein hypothetisch nach oben projiziert. Aber was viel, viel interessanter ist, ist der Tageschart. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der ein oder andere den auch so mal hier in der Pfanne oder auf der Pfanne besser gesagt hat. Denn wir sehen hier sozusagen ein sich öffnendes Dreieck, was grundsätzlich hier eigentlich an den jeweiligen Schenkeln, an den jeweiligen Außentrendlinien für Umkehrbewegungen spricht. Und ja, was sehen wir hier? In der aktuellen Handelswoche schrauben wir uns hier nach oben raus, was höchst, höchst bullisch ist. Die Frage ist, kann sich das Ganze so fortsetzen? Zuletzt hatten wir den Nasdaq 100 hier im Dezember mal im Fokus. Da wurde durchaus hier an diesem kleinen Widerstandsbereich mit Rücksetzern gerechnet, die hier relativ tief gingen, und wie dann der restliche Dezember ablief, das wissen Sie sehr gut. Wir hatten hier gerade beim DAX auch noch einen versöhnlichen Jahresausklang und auch der Nasdaq 100 schraubte sich hier auf neue Hochs hinauf, und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sich jetzt sozusagen weiter fortschreibt im Handelsjahr 2017. Und wenn wir jetzt hier mal ganz lapidar rangehen und hier eine einfach simple Trendlinie ziehen, vom Tief des Novembers ausgehend, sehen wir hier einen schönen Aufwärtsimpuls, der hier durchaus den Anspruch hat, weiter nach oben zu laufen, sozusagen. Hier haben wir auch einen sehr schönen Supportbereich ausgebildet bei 4.956 Punkten. Das ist im Prinzip der Bereich, der sozusagen als Supportlinie dient, falls der Markt hier zurücklaufen sollte. Und genau in diesem Bereich wäre eine mögliche Stabilisierungszone, sofern der Index überhaupt auf die Idee kommt, mal umzudrehen. Rein saisonal dürfte er auf die Idee kommen, denn ich habe Ihnen hier heute mal mitgebracht den Saisonalitätsindikator zum E-Mini Nasdaq 100 Future sozusagen. Und da sehen Sie recht deutlich, dass hier ja mit Januar Beginn eigentlich, jetzt hätten wir es noch sehen müssen, die Sache ganz gut aussieht, aber jetzt hier ab Mitte Januar der Verfall rein saisonal ja durchaus recht deutlich ist. Die Frage ist eben die, was setzt sich durch, das saisonale Pattern oder aber der Preis? Und wie gesagt, wir haben hier ein sich öffnendes Dreieck und der Preis schiebt sich hier nach oben raus. Insofern ist das eine sehr, sehr bullische Konstellation, die die Saisonalität erstmal nach hinten rücken lässt. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Kurzfristige Ziele beim Nasdaq 100, wie gesagt, die Intraday-Ziele haben wir auf dem Stundenchart schon gesehen. Was können wir jetzt machen, um weitere Ziele zu lokalisieren? Wir können hier zunächst diese Trendlinie versuchen zu adaptieren, um mögliche ja, Widerstände sozusagen in den Chart zu zeichnen. Dazu kann man die untere Trendlinie sozusagen nehmen und hier versuchen, eine Art Trendkanal anhand lokaler Punkte zu definieren. Sie sehen, das passt nicht so ideal, aber ich würde mal diesen Trendkanal schmieden, um sozusagen ein Ziel auf der Oberseite abzuleiten. Zudem empfiehlt sich hier natürlich, wenn man da irgendwo im Nirvana herumgeistert, die Anwendung von Fibonaccis, und dann lohnt es sich, den letzten Bewegungsimpuls mal einzufangen, um hier auch dann ein mögliches Ziellevel auf der Oberseite zu lokalisieren. So, jetzt muss ich hier nur den letzten Bewegungsimpuls mal erfassen. Das heißt, man hat hier sozusagen den letzten Bewegungsimpuls und schafft sich im Sinne der Fibonacci-Extensions jetzt hier auf der Oberseite ein mögliches Ziellevel. Und da fallen eben solche Niveaus ins Auge wie der goldene Schnitt 161,8 oder eben auch hier die zweifache Projektion oder auch die 261,8er Projektion. Das wären hier beim Nasdaq 100 mögliche Ziele, sofern, das kann man eben jetzt hier durchaus charttechnisch sehr schön ableiten, sofern hier das Level von 4.950 Punkten verteidigt wird. Das ist die Maßgabe, daran sollte man sich jetzt hier durchaus orientieren. Wir nehmen mal die kleineren Fibo-Levels raus, also die Resistant-Levels, zeichnen hier im Prinzip die Unterstützung fort und können hier im Prinzip ein schönes Setting bilden. Rein saisonal, wie gesagt, kurzfristige Rücksetzer, wenn sie denn kommen sollten, hier bei 4.950 Punkten drehen,
Ansonsten mit Ausbruch über diesen oberen Schenkel bleibt das Setup unmittelbar bullisch und es lassen sich hier entsprechende Preisziele, wie schon gerade skizziert, ableiten. So steil und stark, vergessen Sie nicht, Trump am 20. Januar geht es dann zur Sache. Wenn er sein Amt antritt, kommt die Wahrheit sozusagen, wird die Wahrheit zutage gefördert. Aber wie gesagt, die Vorschusslorbeeren sind ja gelaufen. Möglicherweise wird mit dem Trump-Effekt dann auch eine ja, Art Gewinnrealisierung verwirklicht. Das bleibt mal abzuwarten. Grundsätzlich, die Märkte feiern, wie gesagt, hier seit November den Sieg mehr oder weniger. Aber kurzfristig Bild bleibt einfach bullisch. Mit dem Ausbruch kann sich das sogar beschleunigen. Saisonal gesehen Rücksetzer durchaus möglich. Im Bereich 4950 sollte das Ganze stoppen. Wesentlich tiefer sollte es nicht gehen, um den Bias hier auf der Oberseite weiter aufrechtzuerhalten. Und ab wann könnte man hier sozusagen einen Haken an die Geschichte machen in Richtung Long Setup? Ja, da kann man relativ deutlich sagen, wenn hier das Tief vom Januar, von Ende Dezember 3012 unterschritten werden würde, dann wäre definitiv erstmal die Luft raus aus dem Markt. Da sehen Sie, das ist ein großer Spielraum. Oder aber auch, wenn wir eben zu tief unter die 4950 gehen. Ich würde direkt auch hier den Bruch dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie schon als solches assoziieren und würde sagen, unterhalb von 4905, 4910 Punkten müsste man mit einer schärferen Abwärtsbewegung rechnen, die dann auch hier durchaus relativ tief bis unter das Level von 4700 Punkten führen könnte. Das wäre mal im Prinzip der Fahrplan. Wie gesagt, wenn es Rücksetzer gibt, hier bei 4.950 Punkten durchaus einsammelbar. Im Sinne der Saisonalität ein durchaus denkbares Setup, dass das passieren könnte. Und ansonsten sehen Sie hier, doch, den schaut man ein Stück weit zusammen. Für den Fall, dass es tiefer geht, ist auf jeden Fall 4.700 eine Maßgabe, die dann, wenn es denn wirklich eine stärkere Korrektur geben sollte, hier als Erfüllungszahl auf dem Konto oder auf dem Tacho vielmehr stehen sollte. Ja, bleibt spannend. Nasdaq, wie gesagt, die Bullen sind von der Leine und man muss einfach sagen, neue Hochs treiben hier das ganze Marktsetup an und insofern sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Handelsabschluss. Kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie gut in den Feierabend. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Morgen früh Jens Glatt, morgen früh das JFD-Devisenradar. Und ansonsten bleibt es mir Ihnen nur noch zu wünschen, dass Sie gesund bleiben. Ihr Christian Kämmerer, auf bald und beste Grüße.